Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Hans Koch, die Hochofenwerkstatt. Sobald wir die Tür zur Werkstatt öffnen, hören wir deutlicher das Lärmen der breiten Riemenbänder und sehen, wie das größte Band die von einem Dynamo erhaltene Kraft an andere Riemenzüge und an Zahnkranzverbindungen von Werkzeugmaschinen abgibt. Der Dynamo steht leise surrend in einer Ecke. Hell glitzern die blanken Messing- und Kupferteile, gleichsam als ein Wahrzeichen, wie reinlich die Elektrizität arbeitet. Funken von bläulicher Farbe knistern und lassen etwas von verborgenen Kräften ahnen. Die Bohrmaschine rattert und unablässig arbeitet die Drehbank. Ein spitzer Stahl schneidet in einen an der Maschine mit Schrauben befestigten, sich drehenden Eisenstab und schält ihn rund und glatt, während die Späne sich biegen und krümmen und mit leisem Klang zu Boden fallen. Große, kupferne Gebläsewindformen, die in dem Raum stehen, verraten uns, dass wir uns in einer Hochofenwerkstatt befinden.